Ja, wie ihr eben gesehen habt, habe ich mir ein bisschen was zu frühstücken gemacht, habe mir einen Kaffee gemacht und ein Glas Wasser, das steht hier jetzt auch noch. Und nun habe ich da einfach nur noch eine Nektarine rüber geschnippelt und ein bisschen gepufftes Amaranth rüber gemacht. Und ja, ich habe jetzt nebenbei schon mal den Geschirrspüler ausgeräumt und das Bett gemacht, so die üblichen Dinge irgendwie am Morgen noch. Habe mir gerade schon meine Kleidung zusammengelegt. Ich will mal wieder mein Kleid versuchen, es wieder anprobieren. Es ist schon ewig her, wo ich es zuletzt anhatte. Ich bin gespannt, wie es sitzt. Es sollte aber eigentlich wieder passen. Also letztes Jahr hätte ich damit nicht vor die Tür gehen können. Ich bin gespannt. Und da das Wetter sowieso hier so schön ist, ja, hole ich das Kleid doch mal wieder raus. Genau, also erstmal so viel dazu. Dann habe ich gerade eben schon mal alle Videoteile von gestern auf meine externe Festplatte gezogen und werde mich dann gleich wohl mal ans Schneiden machen. Und ja, erstmal so viel dazu und jetzt gibt's Frühstück. Angezogen und das Kleid passt. Ja, ich freue mich. Die Waschmaschine lief jetzt eben auch schon. Ich habe die Decke noch mal gewaschen und ich hoffe. Oh, seht ihr das Bild im Hintergrund? Das hat meine kleine Nichte für mich gemacht. Ja. Oh, jetzt fällt mir hier mein Knödel auseinander. Ich hoffe, die Flecken sind raus. Schaue ich mir gleich mal an. Mist. Einhändig ist das, gestaltet sich das nicht so leicht. Yay. Ja. Ich werde die Decke nun mal aufhängen und mich dann gleich auch mal schminken. Und ja, was habe ich denn alles schon gemacht heute? Geschirrspüler ausgeräumt, mir was zu frühstücken gemacht und Video geschnitten. Ja, und mittlerweile ist es schon 10 vor halb 12. Das Ding ist aber, das Video, was ich geschnitten habe von gestern, geht 50 Minuten. Ja, 50. Ja, und wenn ich das bearbeite, dann muss ich mir natürlich die 50 Minuten auch komplett angucken. Und dann gehen schon mal 50 Minuten für das eine Mal angucken dabei drauf. Und dann fügt man noch Musik ein, muss dann wieder dahin spulen und gucken, ob das mit der Musik hinhaut und ob die Schnitte richtig gemacht sind und so weiter. Und das frisst schon wirklich viel Zeit. Ich bin um 7 aufgestanden, nun wie gesagt 10 vor halb 12 ein Video bearbeitet. Die ganzen Videoteile, nee, das habe ich, ja, die hatte ich mir heute Morgen schon beim Frühstück so ein bisschen angeschaut. Und ja, nun habe ich aber auch gute 20 Minuten geduscht, noch ein bisschen so den Winterpelz von den Beinen genommen, damit ich jetzt auch mit Kleid rausgehen kann. Und ja, viel mehr habe ich eigentlich heute noch gar nicht gemacht. Es frisst halt wirklich viel Zeit, das Bearbeiten. Ja, aber man freut sich im Nachhinein, wenn man sich die Zeit auch wirklich genommen hat und dann nicht nur einfach was hingeklatscht hat, wenn das dann auch wirklich ein bisschen schöner ist. Ja, so, also ich werde die Decke mal aufhängen, hoffe, der Fleck ist jetzt rausgegangen. Oder wir können uns das ja einfach mal kurz zusammen hier auf dem Sofa anschauen. Ich habe nämlich heute Morgen schon geschaut, Fleckenentferner hatte ich nun nicht mehr. Und dann dachte ich mir, Mist, aber irgendwas muss ich da drauf machen, damit ich jetzt wirklich sicher sein kann, dass das nach dem nächsten Waschgang raus ist. Und dann habe ich einfach den Badreiniger von DM genommen, von Denkmit. Ja, das habe ich dann damit eingesprüht und solange wie ich gefrühstückt habe, einwirken lassen. Und ich sehe gerade,
Es ist nicht alles raus. Aber vielleicht habe ich auch vergessen, alles einzusprühen, weil ich habe gerade das Gefühl, es sind mehr Flecken als vorher. Das heißt, ich habe wohl die vorherigen übersehen. Ich zeige euch das mal kurz. Mal noch ein bisschen was. Und hier oben auch. Es ist immer noch da, aber besser als vorher. Ich muss sowieso noch einkaufen heute. Also ich glaube, ich werde da nochmal so einen Fleckenentferner mitnehmen. Und dann werde ich mir gleich nochmal die Nägel lackieren, weil da immer mal irgendwie schon was abblättert. Und ja, erstmal so viel dazu. So, Fußnägel sind wieder schick. Und ich habe gerade telefoniert, denn mir schoss gerade eben im Kopf Miste. Es ist ja gleich schon 12 und die Hausverwaltung hat nur bis 12 auf. Deswegen schnell anrufen. Und ich habe mich über den netten Handwerker beschwert dort. Wenn ihr das letzte Follow Me Around gesehen habt von gestern jetzt, dann hattet ihr das mitbekommen, dass der so unwahrscheinlich unzuverlässig ist. Und ja, da habe ich sie angerufen und habe gesagt, der nette Herr. Ja, sonst ist alles super gewesen. Er ist ein unwahrscheinlich sympathischer Typ und deswegen habe ich auch bisher nichts gesagt und einfach drüber hinweggesehen, dass der ja jetzt zwei Male zu spät kam und mich das eine Mal versetzt hat, nachdem ich angerufen habe und gefragt habe, wo er bleibt und er dann sagte, ja, das wird heute nichts, ich schaffe das nicht mehr. Aber nachdem das dann gestern wieder der Fall war und er nach sechsmaligem Anrufen noch immer nicht rangegangen ist und sich auch nicht einmal irgendwie zurückgemeldet hat, habe ich mich da jetzt so ein bisschen beschwert. Also habe ihr das so erzählt und habe gesagt, dass mich das wirklich ein bisschen ärgert. Ich richte mir extra die Zeit ein und warte hier und es kommt keiner. Und außerdem möchten wir natürlich auch, dass das Bad jetzt, dass das Thema durch ist, dass es abgeschlossen ist. Naja, sie ist da jetzt nicht groß drauf eingegangen, hat da nicht viel zu gesagt. Sie sagt, ich notiere mir das jetzt alles mal und ich werde mich drum kümmern und werde sie zurückrufen. Ja, mal schauen. Mal schauen. Das ging jetzt aber schnell. Es hat keine 10 Minuten gedauert. Da habe ich gerade einen Anruf bekommen von dem Handwerker. Ja, dass ihm das total leid tut, dass es gestern nichts geworden ist. Und er hätte jetzt die Fliesen, die seien jetzt am Montag fertig. Dann kann er die abholen. Montag, also jetzt am Montag war er da. Meint er noch zu mir, ja, wir haben Fliesen in der Firma oder sein Kollege sagte das, wir haben Fliesen in der Firma und die schneiden wir dann noch kurz zurecht und dann ja, können wir das gleich einbauen. Das geht alles ganz fix. Und jetzt erzählt er mir am Telefon, die seien jetzt fertig und er könnte die am Montag abholen. Naja, ja, wie es aussieht, ob wir dann für Montag was ausmachen wollen. Das erste Mal, dass ich eine Entschuldigung gehört habe und es ging sehr fix. Ja, gut. Ich bin gespannt. Ich hoffe, er ist Montag da und ja, genau. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich werde mich jetzt gleich erstmal schminken und die Haare werde ich heute wohl auch mal föhnen auf kältester Stufe. Ob ich nun als erstes mein Aufgebraucht-Video abdrehe, damit das fertig ist und das gleich im Müll landen kann, der ganze Kram. Oder ob ich erstmal einkaufen fahre und dann auch ein Foodhaul filme. Ah, ich weiß es noch nicht genau. Ja, vielleicht würde es sich anbieten, erst aufgebraucht zu drehen und dann ist die Waschmaschine auch danach fertig. Dann kann ich das aufhängen, bevor ich losfahre. Na, mal schauen. Ihr werdet es auch sehen. Gerade kurz beim Spar, nachdem ich den Müll weggebracht habe und ja, wollte eigentlich so einen Fleckenentferner holen für die Decke, aber habe ich dort nicht gefunden, denn ich gehe davon aus, dass ich irgendwie bei Lidl das weniger eher bekomme, also dass ich das bei Spar eher bekomme als bei Lidl. Deswegen bin ich gerade zu Spar gegangen, habe es dort aber nicht bekommen. Ist auch ein relativ kleiner Spar, bei dem ich jetzt war.
Ist das Sortiment auch nicht so groß. Aber ich musste noch etwas anderes holen. Und zwar so ein Kram hier. Die und Karamell habe ich mitgenommen. Denn das ist so ein Thema, durch das Maxi und ich hin und wieder mal so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen, weil ich immer zusehe, dass ich so etwas nicht kaufe. Und wenn es nicht im Haus ist, dann wird es auch nicht gegessen. Und er holt sowas dann. Und das ist jetzt schon das zweite Mal passiert, dass er einen Tag bevor er abgereist ist, Schokolade geholt hat und die hier liegen lassen hat. Und das Fiese dabei ist, ich fühle mich dann dazu gezwungen, mich darum zu kümmern, ja, dass die nicht abläuft, ne? Dass sie verzehrt wird eben. Und ja, es war diese Woche wieder der Fall. Er hat eine Tafel Schokolade im Kühlschrank liegen lassen und ist abgereist. Und dann kommt man nach Hause, hat Heißhunger, dann liegt da dieser Mist und dann fühlt man sich gezwungen, sie zu essen. Ich habe jetzt in der Woche eine ganze Tafel Schokolade verdrückt. Ja. Und deswegen habe ich jetzt nochmal zwei neue geholt, damit der Maxi nicht nach Hause kommt und alles ist weg. Ja, sondern quasi Ersatz dafür. Und dann drehe ich mal kurz die Kamera. Habe ich nicht nur die beiden Tafeln Schokolade geholt, sondern ich war auch gerade am Briefkasten und habe gesehen, dass dort ein kleines Päckchen drinne lag. Ich dachte mir, ich öffne das mal kurz mit euch zusammen. Gestaltet sich ein bisschen schwierig mit einer Hand, aber wir kriegen das schon hin. So, es freut mich, denn ich habe bestellt eine Handyhülle und Handykabel. So, denn, das habt ihr vielleicht im letzten Follow Me Around gehört, an der einen Stelle, wo ich am Tisch sitze und erzähle, hat so extrem gesummt im Hintergrund. Das ist mein Handy-Ladekabel gewesen, weil, ach, das liegt hier sogar, das kann ich euch sogar zeigen. Ich vermute, dass es das hier ist. Ich weiß gar nicht, warum das so gelb ist und so eklig aussieht, aber hier scheint es irgendwie Probleme zu haben. Seit 2 Wochen ungefähr summt es, wenn ich es auflade und das Handy wird richtig heiß. Und das kann natürlich absolut nicht gut sein. Und bevor mein teures Handy jetzt dadurch kaputt geht, habe ich jetzt zugesehen, dass ich mir neue Kabel bestelle. Und laut Kundenbewertungen waren im Internet diese sehr gut. Das ist ein Dreier-Set, wofür ich 7 Euro, glaube ich, bezahlt habe. Und es gab viele, die gesagt haben, nee, das ist sogar ein Vierer-Set, ist das, meine ich. Ja, genau, vier sogar. Es gab viele, die gemeckert haben, gesagt haben, nach kurzer Zeit waren schon 2 Kabel kaputt oder sowas. Das scheint öfter davor zu kommen, denn das stand öfter in den Bewertungen. Aber die Firma sagt dann, okay, sorry, tut uns leid, und schickt sofort so ein Vierer-Set nach. Das heißt, letztendlich hast du dann noch mehr. Natürlich ist es ärgerlich, aber ich meine, für 6, 7 Euro, die sollen auch. Also man sagt ja oft, nimm das Original, sonst machst du dein Handy kaputt. Das sind wohl kein, also es werden keine originalen Samsung-Ladekabel sein, aber die sollen wohl wirklich gut sein, trotz dessen und das Handy nicht schädigen. Und ja, deswegen habe ich die auf jeden Fall bestellt. Und eine Handyhülle, weil mir mein Handy in letzter Zeit irgendwie vermehrt herunterfällt. Und ich habe so ein Panzerglas drauf. So nennt sich das, ja. Aber trotz dessen, zur Sicherheit, habe ich gedacht, wäre so eine Hülle vielleicht nicht schlecht. Ich wollte mal wieder probieren, ob ich damit zurechtkomme. Das kommt jetzt ein bisschen heller in der Kamera rüber. Es ist wirklich ein kleines bisschen dunkler noch. Ja, es kommt heller rüber, als es ist. Kleines bisschen dunkler. Hier mit Magnet zum Schließen. Hier kann man noch 2 Karten reinpacken. Und was haben wir hier? Thank you. Ja. Ach, ist das sogar echtes Leder? Ich meine, das Zeichen heißt doch echtes Leder, oder? Auch wenn es nicht vollständig ist. Mal dran schnuppern. Nee, also es riecht auf jeden Fall nicht so. Nee, riecht nicht wie echtes Leder. Ja, mal schauen. Ich hatte so eine Hülle schon mal, aber fand das immer ganz uncool. Beim Tippen hat es gestört. Ich hatte schon mal so eins ausprobiert und auch eins, was so nach unten zu klappen ist.
Das nach unten fand ich total doof zum Tippen. Und hier werde ich nochmal schauen. Das müsste ich dann komplett umklappen am besten und dann so irgendwie tippen. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Erster Eindruck ist auf jeden Fall gut. Das ist hier auch so eine Silikonhülle. Also nicht mal was Hartes, finde ich auch gut. Und hier kann man dann mal, gerade wenn ich zur Arbeit fahre, dann habe ich ja zum Beispiel mein privates Portemonnaie nie dabei. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich will danach nochmal zu DM, dann könnte ich mir hier meine Karte reinpacken. Ja, weil ich oft nämlich bei DM nach der Arbeit stehe. Ja, oft. Zweimal ist es jetzt vorgekommen, dass ich nochmal was von DM brauchte und auf dem Rückweg von der Arbeit da nochmal angehalten bin. Und dann stand ich da und habe halt mit meinem Kellnerportemonnaie bezahlt und hatte die Karte nicht dabei. Das ist dann ganz cool. Die werde ich, glaube ich, jetzt grundsätzlich hier reinpacken. Ja, genau, wollte ich nur mal eben kurz zeigen. Ja, ich hatte mich nun dazu aufgerappelt, mich endlich vor die Kamera zu setzen und das Aufgebraucht-Video zu drehen. Normalerweise ist es so, dass ich mir sage, ich drehe nur, wenn ich wirklich Spaß habe, wenn ich, oder Quatsch, wenn ich wirklich Lust darauf habe. Heute ist es aber so, dass ich weiß, Maxi kommt nachher und ich würde gerne den Müll entsorgen, dass es hier nicht im Weg steht. Das würde stören und ich glaube, es würde ihn noch mehr stören, weil es halt nicht seins ist als mich. Und deswegen, ja, habe ich mich quasi überwunden, das Video zu drehen, beziehungsweise damit zu beginnen. Ich vlogge nämlich momentan irgendwie viel lieber, beziehungsweise ja, drehe halt Follow Me Arounds total gerne und so diese hingesetzten, gestellten Videos sind irgendwie momentan nicht ganz so meins, muss ich sagen. Und ja, nun war ich auf jeden Fall gerade dabei und ich zeig's euch mal. Ich habe es hier jetzt stehen. Ich hatte mir heute mal überlegt, das am Esstisch zu machen. Und einfach mit einem Video hält die Kamera an. Man sieht dieses Standbild nach 4 Minuten 44 und es tut sich nichts mehr. Ich kann sie nicht ausschalten. Ich kann einfach nichts machen. Vielleicht ist ja irgendwer von euch da draußen wirklich technisch versehrt, sagt man, glaube ich. Und hat eventuell eine leise Ahnung, was das sein könnte. Die Kamera ist mittlerweile bald 4 Jahre alt. Ich habe sie mir gekauft, als ich mit YouTube anfing und das war im Sommer 2013. Ja, ob das was mit Malta zu tun haben kann, ich weiß es nicht. Das hatte ich jetzt schon zweimal. Das ist nun das dritte Mal und ich bin wirklich überfragt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das wegkriegen soll, woher das überhaupt kommt und der Speicher ist leer. Ja, keine Ahnung. Und hier steht jetzt der ganze Müll, ne? Ja, Altpapier, da habe ich schon mal das entsorgt, was ich schon gefilmt habe. Ja, also ich glaube, ich werde es jetzt nochmal versuchen und wenn es nichts wird, dann fahre ich jetzt. Oh, habt ihr es gehört? Sie hat sich gerade selbst ausgeschaltet. Nee, die hat einfach nur die Linse verschlossen. Display ist immer noch an und es tut sich nichts. Zu früh gefreut. Naja, ja, mal schauen. Aufgebraucht Video zumindest, also Haushaltskram und Kosmetik, schon mal abgefilmt und ja, hier ist jetzt totales Chaos auf dem Tisch, wie ihr seht. Nun hat aber gerade die Linda mir geschrieben, ob ich Lust habe zu telefonieren. Sie hat gerade Zeit und ja, also werden wir jetzt auf jeden Fall telefonieren und mal schauen, vielleicht schaffe ich es dann nicht mehr, den zweiten Teil abzufilmen heute.
Mal gucken. Aber telefonieren klingt auf jeden Fall toll, deswegen ja. Ich habe mich jetzt doch noch mal dazu entschieden, erstmal noch was zu essen, bevor ich telefoniere. Ja, die Weiber wieder. Es ist kurz nach 6, um 15:25 Uhr haben wir angefangen zu telefonieren. 2,5 Stunden, wow. Ja, ich hatte ja auch noch vor, einkaufen zu gehen. Und kurz zuvor hatte ich Maxi gefragt, wie sieht's aus? Wann bist du zu Hause, damit ich das planen kann? Wird mal einkaufen vorher oder wollen wir nachher gemeinsam einkaufen gehen? Und ja, die Sprachnotizen habe ich mir nun jetzt erst anhören können. Zuerst sagte er, nö, passt schon, lass uns nachher gemeinsam einkaufen gehen. Ich habe noch 110 Kilometer zu fahren. Und ja, wenn die Geschäfte dann noch aufhaben, gehen wir zusammen einkaufen. Und eine Viertelstunde später oder so hat er mir eine Sprachnotiz geschickt. Ich soll doch bitte alleine losgehen, er steht im Stau. So, nun bin ich gerade am Überlegen. Jetzt ist es 18 Uhr. Gut, bis 19 Uhr hat Lidl noch auf. Aber ich weiß nicht, ob ich noch Bock habe. Ah, oh, ich habe irgendwie voll die Ränder hier unterm Auge. Komisch. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Wir haben ja noch ein bisschen was zu essen hier. Ob wir nicht morgen gemeinsam einkaufen gehen und ich jetzt stattdessen lieber nochmal das andere Aufgebraucht zu Ende drehe. Gute Frage. Hatte ich gesagt, dass ich die für Maxi gekauft habe? Ja, eigentlich hatte ich mich gerade noch aufgepäppelt, den zweiten Teil des Aufgebraucht-Videos zu drehen. Allerdings, ja, hat das irgendwie nicht mehr so hingehauen mit dem Stativ und dem Handy. Und das ist, also ich habe ja keine richtige Halterung für mein Handy. Ich habe es immer nur versucht, irgendwie da reinzuklemmen ins Stativ, dass es hauptsächlich Hauptsache hält. Und das hatte jetzt auch vorhin beim ersten Mal ganz gut funktioniert, eben gerade nicht. Und jetzt hatte ich auch irgendwie die Geduld nicht mehr, da nochmal weiter zu probieren. Und jetzt dachte ich mir eben, okay, es ist jetzt auch schon 7:15 Uhr, Freitagabend. Der Maxi wird wohl bald nach Hause kommen. Und dann dachte ich mir, dann sehe ich lieber zu, dass ich hier jetzt mein Chaos beseitige, also quasi Stativ, Softbox und den aufgebrauchten Müll entsorge noch. Und ja, ich habe hier halt alles, habe ein bisschen Ordnung geschafft, den Tisch leer geräumt. Da steht jetzt nur noch der Laptop, weil ich gerade Musik da drauf gehört habe. Und ja, dann habe ich gerade eben außerdem auch noch mal das Video, was dann morgen online gehen wird, vermute ich. Also das Follow Me Around von gestern wurde fertig importiert und wird gerade hochgeladen. Was haben wir da? 48 Minuten. Genau. Und dann dachte ich mir, mache ich das doch jetzt noch fertig und dann passt das schon. Und vielleicht, jetzt ist es nach 7, ich meine, es gibt auch Geschäfte, die bis 20 Uhr aufhaben. Vielleicht gehen wir noch einkaufen, aber wir bekommen übers Wochenende wieder Besuch. Und zwar von drei Jungs von Maxi. Die sind gestern Abend schon losgefahren, sind über Nacht, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit Bus und Bahn hierher gekommen und sollten heute Morgen irgendwie um 10 ankommen. Und ja, die sind jetzt wohl in Graz. Also es könnte sein, also sie kommen hierher zu Besuch, zu uns quasi, aber schlafen im Hotel, weil sie zu dritt sind und das zu viel ist hier in der Wohnung. Und könnte sein, dass wir mit denen vielleicht auch noch essen gehen heute. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie Max' Motivation und auch seine Pläne sind. Ja, mal schauen. So, der Maxi ist nun nach Hause gekommen. Mittlerweile ist es 8:45 Uhr. Huch, was ist denn das für ein Strich? Mittlerweile ist es 8:45 Uhr. Er war so um kurz nach 8 da. Er war gerade duschen, hat sich frisch gemacht. Ich habe mich nochmal umgezogen und dann hat er nochmal mit den Jungs gequatscht, wo die jetzt sind. Habe ich das überhaupt erwähnt? Ja, doch, habe ich erwähnt, dass wir Besuch bekommen. Genau. Und ja, genau. Wir treffen uns jetzt gleich nochmal mit denen da beim Hotel und werden wahrscheinlich, also Maxi und ich, wir haben Hunger. Wir werden jetzt wahrscheinlich gleich noch was essen. Ich weiß nicht, ich glaube, die Jungs, die haben schon gegessen. Mal schauen, aber da machen wir uns jetzt auf jeden Fall hin. Und ja, das ist jetzt das Outfit des Abends quasi.
meine weiße zerfetzte Jeans, eine schicke Bluse und hoppala. Boah, Familienfotos. Ja, genau. Habe ich mir jetzt hier noch ein Jäckchen genommen zum Überziehen. Ist nämlich ganz schön frisch draußen geworden. Und ja, nun machen wir uns auf den Weg. Maxi hat schon so einen Hunger, dass es jetzt noch einen Apfel gibt. Wo bleibt er denn? Ja, ich habe mich nun gerade nochmal umentschieden. Bei mir gibt es auch schon einen Apfel für den Weg. Ja.